Ja, wir sind wieder am Start, extrem gut drauf zur neuen Woche und die Elli hat sich die ganze Woche mit dem Thema auseinandergesetzt. Was gibt's Neues, Elli? Ja, wir sprechen heute über das Bitcoin-Halving, dann gibt es eine neue Kooperation mit der österreichischen Post, wir sprechen über das Whitepaper von Bitpanda und natürlich zum ewigen Thema Craig Wright. Ja, mit Craig Wright hast du sicher eine Galionsfigur wieder ins Leben gerufen und ich glaube, das wird wirklich ein ewiges Thema in der Kryptowelt bleiben und die News haben wir bestens vorbereitet. Bleibt dran, bis gleich. Ja, lustig und fröhlich sind wir wieder zurück und wir sind natürlich bestens ausgestattet mit den neuesten Informationen und gerade haben wir noch etwas über Facebook hereinbekommen und dafür kenne ich noch nicht alle Informationen, aber ich werde euch gleich auf den neuesten Stand halten. Ja, wenn euch die unsere Sendung gut gefällt und die Elli ist ja immer am Montag an meiner Seite, dann unbedingt abonnieren, gefällt mir und ihr kennt eh alles und deswegen legen wir gleich jetzt los. Elli, wie fangen wir denn an? Ja, erstens würde ich mal sagen, herzlich willkommen bei den Blockchain Brothers. Ah ja, das haben wir heute vergessen. Hallo und herzlich willkommen. Bei den Blockchain Brothers. Und die kleine Schwester. Genau, das haben wir wirklich vergessen heute. Elli, erzähl. Ja, erzähl. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit dem Halving an. Halving ist natürlich das ganz brandheiße Thema in naher Zukunft. Und da gibt es natürlich verschiedene Aussagen von den Exchanges. Die Großen in dieser Weltpolitik am Kryptomarkt sagen alle, der Bitcoin-Preis wurde noch nicht eingespeist für das Halving. Und das heißt ja ab Mai, sie wissen noch nicht genau, Anfang Mai, Mitte Mai gibt es noch einen gewissen Block. Nummer, dass hier die weniger ausgeschütteten Bitcoins hier verteilt werden an die Miner, an die 13 waren es ja und dann wird es halbiert, deswegen heißt es auch Halving auf 6,25 und wie wir wissen, wenn solche Ereignisse im Vorhinein schon feststellen, dann kommen die großen Kaufen rechtzeitig ein. Momentan sieht es so aus, wie wenn der Preis so bei 10.000 Dollar immer rauf und runter geht. Ja, psychologisch gesehen ist das eine tolle Zahl, man sagt immer die runden Zahlen, die mögen wir recht. Unser einer. Und ich glaube, das wird jetzt auch eine Weile so bleiben, dass man immer so rauf und runter um die 10.000 Mal verweilen. Ja, hoffentlich bleiben wir so und dann, wenn es richtig spannend wird, sind wir natürlich alle an Bord. Also ich bin ja schon ewig an Bord und ich warte schon auf den Bullrun. Aber nicht nur wir, sondern auch der Binance CEO hat hier eine Meldung gebracht und die gefällt mir eigentlich auch ganz gut, denn er sagt, er ist der Meinung, dass es noch nicht passiert ist, die Einspeisung des Halvings und wir sehen hier sicher noch positive Zahlen. Im Moment sieht man wirklich so 10,3 hinauf, dann wird wieder abverkauft auf 9,5. Die Trader haben hier wirklich momentan viel Arbeit, aber wenn es richtig losgeht, dann ist es zum Traden richtig interessant oder auch gefährlich, denn wenn er durchgeht, der Bulle, dann glaube ich, dass wir das Allzeithoch in kurzer Zeit wieder sehen. Ja, was sagst du, wir sind wieder klein unten am Bild. Ja, ich finde das super. Ja, das hat sie mir heute vor der Sendung gesagt, ihr gefällt es sehr gut und das Feedback ist auch so gut. Ja, Elli, ich kann zum Feedback nicht viel sagen, denn ich bin immer nur vor der Kamera. Ja, wie geht's weiter? Tja. Machen wir Post, Bitpanda? Ja, ist eine gute Idee. Okay, Post, was gibt's Neues? Weißt du da noch was? Ripple und Post. Ja, die haben sich jetzt verbündet mit der... Willst du sagen Bank 99 oder 99? Das weiß ich selbst nicht genau, wenn ich ehrlich bin. Aber ich würde sagen, da wir im deutschsprachigen Raum sind, Bank 99, die haben hier eine Partnerschaft mit Ripple organisiert. Sogenannte Money, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Jedenfalls gehen diese Partnerschaft ab 1. April auf alle Standorte über zum Testlauf. Und ab 1. Mai ist diese Kooperation für Transaktionen innerhalb von Österreich und auch weltweit hier verblieben. Die Kosten werden natürlich gesenkt. Ob sie jetzt tatsächlich XRP verwenden, können wir eigentlich nicht sagen. Wir haben vor der Sendung auch noch diskutiert. Geil. Ja. Wie wird es sein? Können sie durch diese neue Partnerschaft der österreichischen Post die grenzüberschreitenden Zahlen auf alle Fälle beschleunigen und auch reduzieren? Aber wird wirklich XRP hineingespeist? Wissen wir nicht. Sie sind auf alle Fälle von RippleNet.
mit inklusive dabei. Und ich glaube, dass das wieder von Handschlag auf Handschlag geht. Und auf einmal haben wir Euro und XRP vielleicht draufstehen, so wie früher, wenn ihr euch noch erinnern könnt, im deutschsprachigen Raum. Die D-Mark und der Euro wurde dann ewig lange am Kontoauszug angezeigt. In Österreich war es der Schilling. Und irgendwann vielleicht schaffen wir es, dass auf dem Kontoauszug XRP und Euro draufsteht. Und dann wird es richtig spannend. Ja, dazu gibt es eine Seite, Crypto News Flash. Die haben diese Meldung herausgebracht. Ja, im Endeffekt schneller, sicher, größer, stärker und schneller mit weniger Kosten. Das ist die Zukunft der Transaktionen, der Zahlungsweisen weltweit. Und ja, ich glaube auch, dass es hier richtig spannend wird, wenn natürlich hier die österreichische Post wieder um einiges voraus ist. Und das haben wir ja schon eigentlich mehrmals bewiesen. Bitpanda hat auch hier eine Kooperation mit der österreichischen Post und es gibt auch Bitcoin-Automaten bei der österreichischen Post. Ja, was ich ja ganz toll finde, wir haben ja überall Postfilialen. Also es ist dann für alle ziemlich leicht, mal schnell zur Post zu gehen. Es sind ja über 700 Filialen. Und am Schluss sind es ja, wenn ich mich jetzt nicht täusche, über 400.000 Standorte, die man dann erreichen kann. Also nicht nur in Österreich, sondern wir reden auch von der Tschechischen Republik, von Bosnien, von Deutschland. Also da kommen ja sämtliche Länder zusammen und das ist ja mega. Ja, da haben wir wieder die Fremdsprache, da merkt man schon an der Aussprache von Bosnien. Ich glaube, das ist auch deine Sprache. Elli, wie geht's weiter? Bitpanda haben wir gesagt, genau. Die haben ja ein Whitepaper herausgebracht, da schalte ich schnell um. Das neue technische Whitepaper. Mittlerweile. Und ja, wir wissen ja, vor 2 Jahren gab es ja hier diesen ICO von Bitpanda und Panthos. Panthos ist ja von der Technischen Universität in Wien eine Kooperationspartner von Bitpanda und die haben den Panthos auf die Exchange gebracht und momentan sieht so aus, dass er in Richtung fertig werden sein sollte. Sie haben einmal veröffentlicht letzte Woche, dass hier die Kosten gesenkt wurden und die Kooperation bzw. die Kommunikation der Blockchain untereinander zwischen Ethereum und anderen Blockchain hier vorangeschreitet ist. Und da gibt es einige wichtige Fakten hier im Weißbuch. Wir haben das natürlich auch dokumentiert und genau wie dieses White Paper 8, also das technische White Paper, herausgekommen ist, ging gleich einmal der Preis um 20% herunter. Mittlerweile sind wir wieder fast dort. Ich glaube, 10% haben wir wieder verloren. Aber ein Projekt, Panthos, sollte man im Auge behalten, wenn es auch noch nicht fertig ist, aber vielleicht auch zum Bullrun. Oder? Du magst das Panthos, ich weiß ja. Ja, ich bin von Anfang an mit dabei bei diesem Projekt bei Panthos und ich denke einfach hier, die bringen hier wirklich etwas zusammen. Natürlich ist es ein Forschungsprojekt und 2 Jahre ist nicht viel für eine Forschung, aber sie haben ziemlich, ziemlich viel Geld beim ICO eingesammelt. Und dann ging es ja gleich nach dem ICO mit einem Startpreis von 1 Cent gleich mal rauf auf 7 Cent und da konnten wir unser Kapital versiebenfachen und der eine oder andere ist etwas früher ausgestiegen oder der eine oder andere ist ein Hodler, sogenannte, der war bis zum Schluss, bis zum bitteren Ende, ob das Projekt was wird oder nicht. Ja, schauen wir weiter. Greg Wright? Ja. Greg Wright, deine Galionsfigur. Ja. Elli, du weißt etwas mehr davon. Ich schalte mal um. Galionsfigur Greg Wright. Es gibt ja hier den Bitcoin Satoshi Version. Vision. Tja, Greg Wright will ja jetzt eine Klage einreichen gegen Bitcoin und Bitcoin Cash, weil er ja sagt, die benutzen die Bitcoin-Datenbank, die was ja widerrechtlich benutzt wird und das ja sein Ding ist, es gehört ihm, es ist alles seins und ja, damit bin ich ja schon wieder gespannt, was da alles auf uns zukommen wird. Er meinte ja, er ist ein australischer Computerwissenschaftler, Greg Wright, und jetzt hat er ja neue Pläne wieder geschmiedet, damit er den zweifelhaften Anspruch eben darauf erheben kann, dass ja alles, wie gesagt, ihm gehöre und alles kopiert ist und alles ein Raub ist. Und ja, er hat auch im vergangenen Jahr in der USA ja eben, wie sagt man da? Hilf mir mal kurz. Ist nicht so tragisch, denn definitiv wird er angeklagt. Momentan war er angeklagt, dass er geglaubt hat, er ist Satoshi Nakamoto selbst. Und jetzt mittlerweile dreht er die Klage um und sagt, Bitcoin CH, also der normale Bitcoin und Bitcoin Cash werden hier verklagt, weil sie die Technologie von ihm verwenden. Ich glaube, er möchte sich einfach immer wieder ins Rampenlicht stellen. Und ja, das schafft er auch. Wir haben auch schon Bewerbungen von ihm gesehen als Präsidentschaftskandidat. Also immer wieder unterhaltsam, dieser Greg Wright. Ich persönlich hätte diese Nerven nicht. Genauso auch wie mit diesen Private Keys, wie er ja sagte, er bekomme diese ja mit dem Jahreswechsel, wo es um 1,1 Millionen BTC geht und in der Höhe von 10,1
irgendwelche Milliarden US-Dollar, die was er bekommt. Natürlich hat er da wieder ein Schlupfloch gefunden, weil es ja anscheinend ein Anwalt wäre. Und da kommt er dann wieder eben in das Thema rein, ja, Datenschutz und man darf ihm nichts darüber sagen, nichts wissen. Somit kann man ja auch nicht viel dann berichten darüber, weil er ist ja dann geschützt. Ja, da hat die Ellen natürlich recht und ich denke, die nächste Sendung wird auch wieder Greg Wright gefüllt sein. Ob es spannend bleibt, das wissen wir auf alle Fälle nicht. Aber kurz vor der Sendung habe ich noch was hereinbekommen. Ellen, was sagst du dazu? Facebook enthüllt Projekt Libra, will gleich zwei neue Coins einführen. Und ich weiß noch, Anfang des Jahres, Ende des Jahres 2019 habe ich noch gesagt, bitte, bitte behaltet Facebook im Auge, denn das Projekt ist auf keinen Fall eingeschlafen, sondern wenn die wirklich sagen, es geht los mit dem Projekt Calibra und Libra. Libra soll ja der Coin sein, der Stablecoin, der was hier gebaut wird. Und Calibra ist ja die Software, wo man 4,5 Milliarden Menschen über WhatsApp, Instagram und Facebook erreichen kann zugleich. Und die haben jetzt ein neues White Paper herausgebracht, wo sie sogar zwei Coins anbieten. Die genauen Informationen findet ihr von unserem Partner CoinKurier auf Facebook. Einfach mal reinschauen, auf alle Fälle im Auge behalten. Und wenn die natürlich auch Ende des Jahres hier noch einen Schlag schaffen, dann können wir wieder neue Höhen sehen, denn dadurch wird der Mainstream wieder erreicht, weil ich weiß noch, wie Facebook gesagt hat im Juli, es wird eine neue Währung, Kryptowährung geben, gegen der BTC auf $13.500, das war schon angemessener Bullrun und wir haben schon die Hände in die Höhe gehabt, wurden dann im Herbst wieder enttäuscht und gingen dann wieder kräftig nach unten. Ja, kräftig hinauf, hinunter, das ist unser Thema und wir kommen natürlich auch diese Woche noch einmal, da habe ich ganz was Besonderes vorbereitet, wie kann ich Blockchain für mich und meine Freunde und Verwandte ganz einfach erklären. An dieser Sendung habe ich schon einige Zeit gearbeitet und Ellie, wir beide sehen uns nächste Woche wieder. Ja. Danke fürs Zusehen und bis bald.